Meine Damen und Herren, wir haben von gestern noch einen kleinen Nachtrag fertig zu machen bezüglich der Statik starrer Körper, bevor wir dann gleich heute zur Dynamik des starren Körpers übergehen, was naturgemäß irgendwie der spannendere Teil ist, weil Statik ist immer irgendwie so etwas Statisches, nicht? Aber andererseits, es ist auch nicht ganz so unwichtig, denn wenn Sie zum Beispiel über eine Brücke gehen, dann sind Sie eigentlich ganz froh, dass der Körper, über den Sie da gehen, statisch ist. Dynamisch wäre, wenn sie zusammenbrechen würde. Und das will man ja dann auch nicht immer haben. Nicht? Also manchmal ist es schon wichtig, sich auch über statische Gegebenheiten den Kopf zu zerbrechen. Oder ob ein Haus statisch in Ordnung ist oder zusammenbricht. Nicht? Das ist natürlich bei der Statik sehr wichtig. Und da hatten wir also gestern zunächst einmal Fall besprochen, wenn die Summe aller Kräfte, vektoriell genommen, die an einem starren Körper angreifen, insgesamt ungleich Null ist. Und da hatten wir dann gefunden, dass man immer einen Bezugspunkt bzw. Angriffspunkt finden kann, an dem die Summe aller dieser Kräfte angreifend gedacht werden kann und das dann gleichwertig ist zur Wirkung aller einzelnen Kräfte. Und als einen speziellen Fall hatten wir dann auch einen Körper besprochen, wie zum Beispiel hier diesen Balken, der mit zwei Kräften an dem zwei Kräfte angreifen, parallele Kräfte. Und wir haben uns dann überlegt, wo muss dann der Angriffspunkt sein für eine gemeinsame Gesamtkraft, die natürlich die Summe dieser beiden Teilkräfte ist, so dass das dann in allen Zusammenhängen eben äquivalent oder gleichwertig ist. Und da kam also heraus die einfache Beziehung, die Sie sicher seit Kindesbeinen her schon kennen, dass Kraft mal Kraftarm gleich Last mal Lastarm ist, was letzten Endes bedeutet, dass die Drehmomente, die von diesen beiden Kräften bewirkt werden, einander ausgleichen und daher ein Gleichgewicht eintritt. Und um das also zu demonstrieren, habe ich hier ein Gewichtsstück mit einer Masse von 0,5 Kilogramm und also 500 Gramm und ein zweites Gewichtsstück mit einer Masse von 100 Gramm, also 1 zu 5. Und wenn man die also zum Beispiel gleich weit entfernt aufhängen würde, dann sehen Sie sofort, das passt nicht. Das kann, wenn man es in der Mitte hier unterstützt, nicht die gleiche Wirkung haben. Wenn man aber dieses Verhältnis 1 zu 5 berücksichtigt und hier im Abstand 1 und da im Abstand 5 diese Kräfte angreifen lässt, dann sehen Sie, dass das hier durch eine entsprechende Gegenkraft, die heute halt dann gerade die Summe dieser beiden Kräfte ist, kompensiert werden kann. Was bedeutet, dass die Wirkung dieser beiden Kräfte hier, die Gewichtskraft, die diesem halben Kilogramm an Masse entspricht, das sind also dann ein Kilogramm oder ein Gewicht von ca. 10 Newton, so sind das also dann ca. 5 Newton und das sind 100 Gramm, ein Zehntel Kilogramm, das hat dann also ein Zehntel von 10 Newton, also 1 Newton, so sind die Summen der beiden 5 und 1, also 6 Newton. Und die Kraft ist also 5
und 5 Newton und 1 Newton und 1 zu 5 sind die Abstände, so dass Kraft mal Kraftarm gleich Last mal Lastarm ist. Und wirklich ist das der richtige Angriffspunkt für die Summenkraft. Und wieso wissen wir das? Weil wir eine gleich große Gegenkraft mit dieser Federwaage hier ausüben und die zeigt nicht 6, sondern 7 Newton, weil 1 Newton ist die Gewichtskraft dieses Holzbalkens da, der vorher ja schon da ist. Das heißt also, Sie sehen, es ist wirklich möglich, die gemeinsame Wirkung mehrerer Kräfte durch eine Kraft darzustellen, die aber nicht irgendwo angreifen darf, sondern an dem Bezugspunkt, der so beschaffen ist, dass bezüglich dieses Bezugspunktes alle Drehmomente, die von diesen Einzelkräften herkommen, sich wegkompensieren. Ich hoffe, dass Ihnen das also durchaus verständlich ist, wenn man das also an diesem einen Beispiel hier sieht. Und selbstverständlich hat man gleich große Kräfte, dann muss das auch gleich weit weg sein, zum Beispiel 3 und 3, dann ist das natürlich ausgewogen, wenn die gleich weit weg sind. Und wenn man das wieder unterschiedlich macht, dann passt das wieder nicht. Also Sie sehen, letzten Endes sind die Dinge recht einfach, aber wenn man heute eine Vielzahl unterschiedlicher Kräfte hat oder sich denkt, die in den verschiedensten Richtungen wirken und dann auch Wirkungslinien haben, die einander gar nicht treffen, dann muss man sich das schon überlegen, wie das geht. Und das haben wir also gestern gemacht. Jetzt aber kommt noch etwas. Und zwar der zweite Fall, der darin besteht, dass die Vektorsumme aller Kräfte, die wir betrachten wollen, gleich Null ist. Also, wir nehmen jetzt im Fall B an, dass die Summe über I über alle Fi-Pfeil gleich dem Nullvektor ist. Da tritt eine merkwürdige Situation ein. Weil, ich habe Ihnen da drüber noch einmal aufgeschrieben, was Sie in Ihren Unterlagen schon haben, nämlich das gesamte Drehmoment bezüglich eines gewissen Bezugspunktes mit Radiusvektor oder Ortsvektor RB-Pfeil aller Kräfte, die an einem solchen starren Körper angreifen. Und das ist also die Summe über die Einzeldrehmomente und jedes Einzeldrehmoment ist RI minus RB kreuz eben dieser Kraft Fi-Pfeil. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch, das RI minus RB, das ist der Vektor, der vom Bezugspunkt zum Angriffspunkt der Kraft Fi hinzeigt. Damit ist das, was hier steht, dieser Teil, das Drehmoment, das von der Kraft Fi herkommt, bezüglich des Bezugspunktes und wir summieren über alle. Und wenn man das also ausführt, hat man also Summe I über I R I Kreuz Fi, das heißt eine, der eine Term, minus Summe über I R B Kreuz Fi, nachdem R B aber ein konstanter Vektor ist, kann man den aus der Summe herausholen und Sie kriegen daher RB kreuz die Summe über Fi. Und die Summe über Fi, das ist die Gesamtkraft, die eben an dem Körper angreift. Und da hatten wir bis jetzt gesagt, wir wählen den Bezugspunkt einfach so bei dieser Beziehung, dass diese beiden Terme sich ausgleichen, zu Null kompensieren. Das geht ja immer, wenn man das passend macht, kann man das wegkompensieren. Dann wird das gesamte Drehmoment gleich Null. Und wenn man an diesem Bezugspunkt dann die gesamte Kraft angreifen lässt, dann hat man gerade die gleichwertige Situation dazu, wenn eben alle diese Einzelkräfte separat an ihren entsprechenden Angriffspunkten angreifen. Gut und schön. Aber jetzt geht es nicht. Denn wenn Summe über Fi gleich Null ist, dann ist ja eben diese Gesamtkraft gleich Null.
dann ist der Term immer null. Da kann sich dieser Ortsvektor des Bezugspunktes am Kopf stellen. Da können Sie den Punkt hinschieben, wo Sie wollen. Das wird immer null bleiben. Und Sie kriegen das nicht weg. Und dieses Drehmoment bleibt, was es ist. Ja, es ist sogar so, dadurch, dass eben das F-Pfeil Summe über Fi gleich 0 ist, ist es ganz egal, welchen Bezugspunkt man hier wählt. Sie kriegen immer das gleiche Drehmoment, wenn die Summe aller Kräfte, die da angreifen, vektoriell gleich 0 ist. Das erscheint im ersten Moment merkwürdig. Aber im zweiten auch wieder nicht. Denn wenn Sie sich den vorher besprochenen Fall vor Augen führen, da haben wir gesagt, man muss den richtigen Bezugspunkt wählen, an dem diese Gesamtkraft dann angreift. Naja, wann aber die Gesamtkraft gleich null ist, muss es doch eigentlich wurscht sein, wo dann keine Kraft angreift. Weil die Kraft ja eben null ist, nicht? Also der Punkt, an dem dann keine Kraft angreifen muss, das muss wohl egal sein. Und daher ist es auch egal. Und daher ist in dem Fall, wenn die Summe aller Kräfte gleich null ist, die Sache besonders übersichtlich, weil dann erst diese Idee von dem Drehmoment, das von den Kräften, die da wirken und deren Summe gleich null ist, die Idee ist besonders sinnvoll, weil in dem speziellen Fall eben das Drehmoment gar nicht davon abhängig ist, auf welchen Bezugspunkt man es bezieht. Und das ist insbesondere dann ein Fall, der besonders praktisch von Bedeutung ist, wenn man als Beispiel für diese Situation ein Kräftepaar betrachtet. Zwei Kräfte, die einfach entgegengesetzt gleich groß sind. Das ist jetzt etwas anders als dort. Das sind zwei Kräfte gewesen, die in die gleiche Richtung zeigen und eventuell auch gleich groß waren und dann hat man in der Mitte die Gegenkraft gehabt. Jetzt geht es darum, dass die Vektorsumme 0 sein muss und wir können also da eben zum Beispiel irgendeinen Körper betrachten, wobei also da eine Kraft so wirkt und die andere Kraft so wirkt. Und die beiden sind gleich groß. Also da nennen wir zum Beispiel von dieser Kraft FP-Pfeil, dann ist die minus FP-Pfeil. P für Paar, das Kräftepaar. Naja, so habe ich es halt bezeichnet. Und wenn es da irgendwo einen Ursprung gibt, O, dann haben wir da einen Ortsvektor und da einen Ortsvektor. Dann haben wir den einen Ortsvektor R1-Pfeil, der zu dem Kraftvektor FP hinführt, zum Angriffspunkt. Und einen Vektor R2-Pfeil, der zum Angriffspunkt der Gegenkraft führt. Und R1 minus R2 zeigt da herüber. Das ist jetzt der Verbindungsvektor der Angriffspunkte dieser beiden Kräfte. Und das Drehmoment hier, dieses N-Pfeil, das also diesem Kräftepaar entspricht, da sagen wir nach wie vor NB dazu, weil es da A oben NB heißt, bezüglich eines Bezugspunkts, aber da brauchen wir gar keinen Bezugspunkt, wie Sie eben gleich sehen werden, lässt sich jetzt aufgrund der zweiten Zeile hier sofort aufschreiben. Naja, wieso? Summe über F ist ja 0, weil FP minus FP 0 ist. Damit fällt der ganze zweite Term weg. Es bleibt stehen Summe über I, RI Kreuz FI. Und das ist also R1 Pfeil Kreuz F. P-Pfeil, das ist der eine. Und dann haben wir plus R2-Pfeil Kreuz minus FP-Pfeil. Und daraus folgt, dass dieses NB-Pfeil gleich ist R1 minus R2 minus R2
Kreuz FP-Pfeil und Sie sehen darin eben gleich den wichtigen Punkt, dass man eben nicht auf die Wahl des Ursprungs oder irgendeines Bezugspunkts hier Rücksicht nehmen muss. Es geht nur um den Verbindungsvektor hier. Und deswegen ist bei einem solchen Kräftepaar ein Drehmoment eindeutig definiert. Und das ist was Wichtiges. Jetzt werden Sie vielleicht, wenn Sie sich nächstes Mal vielleicht ein Auto kaufen und bei den Spezifikationen nachschauen, wie groß das Drehmoment ist, das der Motor bei einer gewissen Drehzahl auf die Räder bringt. Nicht? Das wird natürlich dann klarerweise in Newton Meter angegeben, nicht? Aber das gibt man dann nicht in Joule an. Newtonmeter hier ist so ähnlich wie eine Arbeit, nicht? Aber das ist natürlich ein Vektor und einen Vektor kann man nicht in Joule angeben. Obwohl Newtonmeter gleich Joule ist, aber das tut man nicht, weil das ist eine Energieeinheit und das ist keine Energie, sondern ein Drehmoment. Ja, das ist ja gut auseinanderhalten. Ein Physiker sollte niemals ein Drehmoment in Joule angeben. Das wäre also schon irgendwie, naja. Dieses Drehmoment bezieht sich dann darauf, dass Sie so eine kreisförmige, ein Rad zum Beispiel haben und das Kräftepaar wirkt dann den beiden am Umfang, einmal da und daraus kriegen Sie dann das entsprechende Drehmoment in dieser Weise definiert. Das ist die Wichtigkeit des Kräftepaars. Und das war es, was ich Ihnen zur Statik des starren Körpers noch sagen wollte. Und ich glaube, dass es schon ganz sinnvoll ist, dass man sich klar macht, dass diese zwei Fälle unterschiedlich zu behandeln sind. Der Fall mit nicht verschwindender Gesamtkraft. Da hatten wir als Beispiel die Schwerkraft, die auf einen ausgedehnten, starren Körper wirkt. Das hat uns auf die Definition des Schwerpunktes geführt. Und dann den Fall, wo die Summe der Kräfte gleich Null ist. Das führt uns jetzt auf das Kräftepaar. Und damit sehen Sie eine besonders wichtige Anwendung des Drehmomentes, das ja bisher irgendwie so ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein geführt hat. Ich habe zwar definiert, aber nie so recht gesagt, was das soll. Jetzt ist es, glaube ich, schon recht eindeutig. So, jetzt Schluss damit. Jetzt werden wir dynamisch. Jetzt betrachten wir als nächstes die Dynamik der starren Körper. Wir sind also im Kapitel starre Körper, die Statik ist vorbei. Jetzt kommt also die Dynamik. Starrer Körper. Und da geht es darum, dass wir davon ausgehen, der bewegt sich in irgendeiner Weise. Aber wenn er translatorisch unterwegs ist, ist das nicht sehr interessant. Denn das kann er genauso wie die Massenpunkte auch. Was wirklich interessant und neu ist, das ist die Rotation. Deswegen wollen wir die Translation ganz außer Acht lassen. Das funktioniert so, wie wir es schon kennen. Aber die Rotation ist ganz was Neues. Wenn wir aber die Translation ausklammern und uns auf die Rotation beschränken, dann muss es an diesem starren Körper einen festgehaltenen Punkt geben. Wenn es den nicht gäbe, dann würde er sich halt translativ unterwegs sein. Es muss einen festgehaltenen Punkt geben, durch den geht dann auch eine Drehachse durch und um die kann er sich drehen. Aber Sie werden schon sehen, der kann die unglaublichsten Sachen machen. Das kann zum Beispiel auch sein, dass sich laufend während der Rotationsbewegung auch die Lage der Drehachse ändert. Dann spiralt der oder taumelt der irgendwie herum. Also da ist viel drin. Und daher können Sie schon erahnen, dass das in der mathematischen Durchführung gar nicht einfach ist. Und ich sage Ihnen gleich vorweg, in alle Details der Kreiselmechanik werde ich hier sicher nicht einsteigen. Wenn man sich damit wirklich aus welchem Grund auch immer näher beschäftigen will, gibt es gute Literatur dazu. Insbesondere ein berühmtes Buch von Sommerfeld über die Kreiseldynamik.
Aber ein bisschen müssen wir uns schon damit beschäftigen, weil das gehört zu der Grundlage der Mechanik, dass man sich auch über die Rotation starrer Körper unterhält und dann auch erkennt, worauf es ankommt und was man etwa unter einem Trägheitsmoment versteht. Das sind Dinge, die auch in der Alltagswelt eine Bedeutung haben und die für viele praktische Anwendungen wichtig sind. Also wir wollen uns damit schon auseinandersetzen. Und ich warne Sie gleich vor, heute wäre wieder ein paar Spalten da mit Gleichungen aufschreiben. Bleiben Sie bei der Sache und passen Sie auch auf, dass ich mich nicht verrechne. Weil das ist halt so, dass man sich leicht verrechnen kann. Und dann ist die Geschichte ein bisschen kompliziert. Also schauen Sie bitte mit, ob die Sache auch für Sie gut verständlich ist. Und merken Sie sich und melden Sie sich, wenn etwas für Sie unklar ist. Wir wählen ein orthonormales Bezugssystem. EX, EY, EZ oder E1, E2, E3. Drei so Einheitsvektoren, ein Koordinatensystem. Und das sei fest im Raum, das heißt, es ist ein Inertialsystem. Und die Rotation dieses starren Körpers erfolgt jetzt relativ zu diesem Inertialsystem mit einem Winkelgeschwindigkeitsvektor Omega. Also Rotation mit Winkelgeschwindigkeit Omega. Und natürlich verwenden wir dafür Omega Pfeil, weil das sagt uns auch gleich, in welcher Richtung die Drehachse liegt. Und allgemein kann dieses Omega Pfeil dann selbst sich im Lauf der Zeit während der Rotation relativ zu dem ruhenden Inertialsystem noch wieder zeitlich verändern. Also die Drehachse kann sich auch zeitlich verändern. Naja, und wir wissen also, das wissen wir schon seit der Kreisbewegung, dass die Geschwindigkeit R-Pfeilpunkt einer der Bewegung eines Massenelementes dieses sich drehenden starren Körpers gegeben ist als Omega Kreuz R-Pfeil. Das haben wir schon mehrfach verwendet, diese Beziehung, wenn Sie sich erinnern. Aber erstmals aufgetreten ist sie uns bei der Behandlung der Kreisbewegung. Und letzten Endes bei dieser Rotation des starren Körpers haben wir es ja laufend mit einer Kreisbewegung zu tun. Denn jeder Massenpunkt dieses starren Körpers bewegt sich ja auf einer Kreisbahn. Nur die Geschichte kann dann komplizierter werden, wenn sich eben die Richtung des Winkelgeschwindigkeitsvektors während der Bewegung noch ändert. Denn dann wird das eine so eine Bewegung. Nicht? Relativ kompliziert. Aber darüber wollen wir uns jetzt gar nicht groß den Kopf zerbrechen, sondern bei vorgegebenem Winkelgeschwindigkeitsvektor und Ortsvektor haben wir hier die Geschwindigkeit. Und wir legen den Ursprung unseres Koordinatensystems in den festgehaltenen Punkt des rotierenden starren Körpers. Den muss es, wie gesagt, geben. Weil sonst würde er ja Translationsbewegung machen. Und die wollen wir ja ausschließen. Im festgehaltenen Punkt befindet sich der Ursprung des Koordinatensystems und das Koordinatensystem ist, wie wir sagen, raumfest. Es ruht relativ zu einem Inertialsystem und relativ zu diesem Inertialsystem rotiert dann dieser rotierende starre Körper. Das ist also das Setting, von dem wir hier praktisch ausgehen. Und die Gleichung generell, die diese Rotation beschreibt, ist die Bewegungsgleichung.
Und die ist jetzt das Analogon zu dem, was wir aus der Punktmechanik für translatorische Bewegungen kennen. Dort haben wir den Aktionssatz Newton 2, Kraft ist gleich dp nach dt. Ich glaube, Sie erinnern sich daran. Die Kraft ist die Ursache einer zeitlichen Änderung des Impulses, also f ist dp nach dt. Und wenn p gleich mv ist und m konstant ist, dann kann man sagen, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Aber wir gehen davon aus, die Grundgleichung für die Translation ist Kraft ist gleich zeitliche Änderung des Impulses und bei der Rotation ist es Drehmoment ist zeitliche Änderung des Drehimpulses. Das ist die Grundgleichung, die es zu lösen gilt. Eine einfache Gleichung, aber es ist dann wichtig, damit man sie wirklich gut lösen kann, dass man für den Drehimpuls eine gute Möglichkeit findet, ihn auszurechnen. Beim Impuls und bei Newton 2 war das leicht, gerade habe ich es gesagt. Der Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Wenn man das einsetzt in diese Bewegungsgleichung, dann kommt also heraus, Kraft ist Masse mal Beschleunigung und man kann wunderbar arbeiten. Naja, jetzt müsste man da was Ähnliches haben. Wir würden gern haben, dass dieses L, der Drehimpuls, auch irgendwie mit einer relevanten Geschwindigkeitsgröße zusammenhängt. Na, was bei der Translation einfach die Geschwindigkeit ist, was wird es bei der Rotation sein? Die Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, was wir gern hätten, ist ein Zusammenhang von L-Pfeil und Omega-Pfeil. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist nämlich etwas weniger einfach als bei der translatorischen Bewegung. Bei der Translation ist nämlich die Situation so, dass Impuls und Geschwindigkeit eben immer parallel zueinander sind. Daher genügt ein Faktor dazwischen. Und das ist einfach die träge Masse, oder jetzt können wir auch sagen, die Masse, nachdem wir uns geeinigt haben, dass es gleichgesetzt wird, Äquivalenzprinzip. Also, da haben wir P ist gleich M mal V. Na, da wäre natürlich schön, L ist gleich I mal Omega. Ja, aber es zeigt sich, und das werde ich Ihnen gleich vorführen, und da müssen wir jetzt ein bisschen rechnen, dass L und Omega im Allgemeinen nicht parallel sind. Das ist blöd. Es gibt schon Fälle, wo es parallel ist. Wenn man zum Beispiel eine homogene Kugel um ihren Mittelpunkt rotieren lässt, na dann ist es auch wieder einfach. Aber es ist nicht alles auf der Welt eine Kugel. Nicht? Die Physiker werden zwar oft die Dinge in erster Näherung als Kugeln approximieren, aber manchmal ist es keine gute Näherung. Also daher muss man schon davon ausgehen, es gibt auch andere als kugelförmige starre Körper. Und dann ist es nicht mehr so leicht. Und das wollen wir uns eben jetzt anschauen, wie das zusammenhängt. Und da wollen wir uns also diesen Drehimpuls L, den Gesamtdrehimpuls dieses vorgegebenen starren Körpers, den wollen wir uns ausrechnen. Und dieses L-Pfeil ist jetzt die Summe über die Einzeldrehimpulse aller Massenelemente, dm, aus denen der ganze starre Körper besteht. Also stellen Sie sich vor, so ein Erdäpfel, den ich da immer herzeichne, aus lauter so einzelnen Elementen, so Würfeln oder irgendwie zusammengesetzt, jetzt dreht sich der Erdäpfel und jedes einzelne Massenelement ist auf einer Kreisbewegung rund um die Drehachse. Und der Winkelgeschwindigkeitsvektor ist zu jedem Zeitpunkt überall der gleiche. Wenn sie das so dreht, sie drehen um allem gemeinsam. Er kann sich zwar zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie ändern, wann diese Drehung sich ändert, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt ist der Winkelgeschwindigkeitsvektor im Raum konstant. Naja, und wie können wir also damit jetzt diesen Drehimpuls ausrechnen? Ja, der Drehimpuls ist ja bekanntlich R Kreuz P. R Kreuz dem linearen Impuls. Das heißt, wir werden jetzt summieren oder integrieren
über das gesamte Volumen dieses irgendwie geformten starren Körpers. Und da drinnen steht jetzt R-Pfeil, Kreuz, der Impuls jedes Massenelementes. Und das ist R-Punkt dm. dm ist das Massenelement, das ist eine Geschwindigkeit. Massenelement mal Geschwindigkeit ist das Impulselement, also der Impuls dieses Massenelementes. Und R kreuz diesem Impuls ist dann der Drehimpuls dieses Massenelementes und wird integriert über das ganze Volumen. Dieses dm kann man auch als rho dv auffassen, Dichte mal Volumenselement, aber damit wir da schneller schreiben können, schreibe also da dm her. Das ist also der Impuls dieses Massenelementes. Ja, und dieses R-Punkt, das haben wir uns gerade da oben aufgeschrieben. Das ist ja eben Omega kreuz R. V ist Omega kreuz R. Das ist das, was wir von der Kreisbewegung haben. Und jetzt müssen wir wieder alle unsere Goodies, die wir schon haben, einsammeln sozusagen und da halt entsprechend verwerten. Also kommen wir drauf, dass das gleich ist, dieses Integral über V. Und da haben wir jetzt R kreuz und statt R-Punkt schreiben wir Omega kreuz R und dann dm. Da sehen Sie schon, meine Damen und Herren, ein bisschen umständlicher wird es jetzt. Also so ganz einfach, dass man da nur einen Faktor dazwischen hat, kann man schon irgendwie sehen, dass das nicht wird. Na und jetzt werde ich da so nebenher, das lösche ich dann wieder weg, eine Rechenregel aufschreiben, die kennt man aus der Vektorrechnung. Und naja, glauben Sie mir es einfach. Das kann man sich ausrechnen, wenn man das also mit den Komponenten aufschreibt. Ich muss mir sagen, mal wieder merken, A Pfeil Kreuz, B Kreuz C. Das ist gerade das, was wir nämlich da haben. Wir müssen das jetzt irgendwie umformen, damit wir weiterkommen. Diese doppelten Vektorprodukte, das ist irgendwie ein Chaos. Das will man uns irgendwie Geld wegbringen. Und das kann man in dem Fall auch. A Kreuz, B Kreuz, C ist nämlich gleich. Und das merke ich mir auch nicht auswendig. Ich muss auch schauen. Dafür gibt es Formelsammlungen. Jedes Zeug muss man sich nicht auswendig merken. Nur ein paar wichtige Sachen, das ist dann schon notwendig. Aber das ist also A mal C und dann mal B-Pfeil minus AB mal C-Pfeil. Aber verstehen muss man jetzt, was da steht. Schauen Sie. A Kreuz, B Kreuz, C, das ist Ihnen sicher klar. B Kreuz, C ist ein Vektor und A Kreuz, diesem Vektor, ist wieder ein Vektor. Und was steht jetzt hier? A mal C skalar multipliziert ist eine Zahl. Multipliziert man Vektor. Minus wieder eine Zahl, multipliziert mit einem Vektor. Kommt also wieder ein Vektor heraus und damit stimmt das alles. Das glauben Sie mir bitte. Und Sie haben sicher irgendwo eine Formelsammlung bei der Hand oder gehen nachher in Wikipedia nachschauen und haben das sofort. Also das ist ganz einfach. Das brauche ich Ihnen nicht vorrechnen. Und was kriegen wir dann hier? Damit ergibt sich dieses L-Pfeil zu folgendem. Und das jetzt ist der Ausgangspunkt für Ihre ganzen weiteren Rechnungen. Also was bekommen wir hier? Wir kriegen hier heraus dieses Integral über das Volumen. Das ist eine Summation über alle einzelnen Massenelemente in dem Volumen, wo man fein genug aufteilt. Das ist damit gemeint. In vielen Fällen rechnet man sich das wirklich numerisch aus. In manchen einfachen Fällen, wenn man einen Zylinder hat, der rotiert oder eine Kugel, dann kann man das auch analytisch integrieren. Das sind dann halt so Raumintegrale mit Volumenselementen. Das ist ja so eine Spülerei. Das ist gar nicht wichtig jetzt. Wichtig ist jetzt nur, dieses Integral ist eine Summe über alle Volumens- oder Massenelemente, wo das eben der Integrand ist. Und den rechnen wir uns jetzt aus. Das A, das ist das R. Das B ist das Omega. Und das C ist wieder das R. Schauen wir, was das jetzt ist. R
R Omega und R Omega und R. Was kriegen wir also? Das mal dem minus das mal dem und fertig. Und das setzen wir jetzt ein. Das heißt, wir haben hier R Quadrat. Machen wir das in Klammer, ja. R Quadrat mal Omega. R Quadrat ist eine Zahl, Omega ist ein Vektor. Minus, und dann haben wir da R mal Omega. Skalar mit Omega. Ja, das ist eine Klammer in der Klammer, das macht nichts. Mal R. Und das Ganze dm. Jetzt könnte man sagen, na gut, fertig, erledigt, aus. Ja, aber was macht man denn mit sowas? Das muss man schon weiter untersuchen, was das eigentlich bedeutet. Also schauen wir nach, dass ich mich nicht vertan habe. L Pfeil ist gleich R Quadrat Omega minus R Omega mal R dm. Ganz richtig. Na gut. Und jetzt, meine Damen und Herren, fangen wir an, das uns auszurechnen. Und Sie werden sehen, damit Sie gleich Gefühl dafür haben, wozu wir das alles wirklich machen und wozu das eigentlich führen wird, dass das nicht nur einfach so eine Fleißaufgabe eines wild gewordenen Physikers wird, sozusagen, der heute unbedingt zeigen will, wie gut er rechnen kann. Was letztlich herauskommt, ist der Begriff des Fähigkeitstensors. Wenn Sie heute weggehen von hier, hoffe ich doch, dass Sie wissen, was unter dem Trägheitstensor zu verstehen ist. Der lauert da schon drinnen. Man muss ihn nur noch herausklätseln, sozusagen. Und das werden wir jetzt machen. Also, jetzt wird's ernst. Es gibt manche Beziehungen, wie zum Beispiel diese, die man am besten dadurch irgendwie, denen man am besten dadurch beikommen kann, dass man sie in Komponenten aufschreibt. Und so werden wir also die einzelnen Komponenten dieses Drehimpulsvektors hier drei nach aufschreiben. Die L1-Komponente, die L2-Komponente und die L3-Komponente. Weil der Vektor L hat natürlich in unserem raumfesten Koordinatensystem x1, x2, x3, hat er die Komponenten L1, L2, L3. Die können ihrerseits wieder zeitabhängig sein. Wir schauen uns das einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Ja? Na, dann machen wir das einfach. Schreiben wir einmal auf, wie das L1 in diesem Fall ausschaut. Komponenten-Schreibweise. Fangen wir an mit L1. Das ist gar nicht so schwer, wenn Sie sich das genau anschauen. Da gibt es natürlich ein Integral über V, so wie es hier steht. Können Sie das da alle sehen? Ja, dass ich nicht, ich muss irgendwie da, naja. Also Integral über V. Ist das zu tief oder sehen das alle? Keiner schreit, also werden es alle sehen. Und in der Klammer steht jetzt R Quadrat mal Omega. Na, was ist das R? Das R ist der Ortsvektor des jeweiligen Massenelements. Na, ein Ortsvektor, dessen Komponenten sind die Koordinaten des Ortes. Also x1, x2, x3. Und wenn da R Quadrat steht, dann heißt das, das ist einfach x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat. Also haben wir da drinnen stehen, plus x3 Quadrat. Das ist dieses R Quadrat. Unterbrechen Sie mich, wenn Sie was nicht verstehen. Jetzt will ich schon, dass Sie alle schön mit dabei sind. Denn wozu tun wir uns denn das an? Wenn dann die Hälfte von Ihnen irgendwie denkt, ach, das ist der Kas, ist mir wurscht. Also das sollte Ihnen nicht sein. R hat die Komponenten x1, x2, x3
Und R mal R ist x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat. Das Quadrat der Länge des Ortsvektors. Das steht da. Das ist das R Quadrat. Jetzt wird das multipliziert mit Omega Pfeil. Und jetzt wollen wir die erste Komponente, L1. Daher schreiben wir da natürlich auch Omega 1 her. Das ist jetzt die erste Komponente von dem Vektor hier, um den es geht. Na, damit haben wir den Teil schon weg. Schauen Sie, so kompliziert ist das gar nicht. Minus. Und jetzt haben wir R mal Omega. Na, R wissen wir schon. Die Komponenten von R sind x1, x2, x3. Das Omega, na, was wird das für Komponenten haben? Na, Omega 1, Omega 2 und Omega 3. Die drei Komponenten des Winkelgeschwindigkeitsvektors. Über den ist ja nichts Genaues gesagt, der kann irgendwie liegen. Und um das dreht sich das gerade in dem Augenblick. Wir machen ja keine irgendwie gearteten Einschränkungen. Gott sei Dank brauchen wir das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also R mal Omega, na das ist x1 Omega 1 plus x2 Omega 2 plus x3 Omega 3. Das ist das Skalarprodukt des Vektors R mit x1, x2, x3, mit dem Omega, mit Omega 1, Omega 2, Omega 3. Gut verstanden? Jeder soll aufschreien, wenn was unklar ist. Das, ja. Da? Das ist Omega-Pfeil. Na, von dem haben wir das Omega 1 hergeschrieben. Weil wir ja die erste Komponente ausrechnen. Da kommt da auch nur die erste Komponente von Omega vor. Nachher machen wir das mit L2 und da steht dann Omega 2 drin. Verstehen Sie? Wir tun es eben komponentenweise, weil das Ganze so unhandlich ist. Müssen wir einfach auf Komponenten übergehen, um zu sehen, was wir da eigentlich haben. Wenn es irgendwie geht, tut man gerne elegant umformen und braucht die blöden Komponenten gar nicht. Aber hier ist dummerweise eine Situation entstanden, wo man einfach so nur mit elegant herumtun nicht durchkommt. Sie fragen, warum da alle drei Omega vorkommen. Weil das ein Skalarprodukt ist. Das ist ja eine Zahl, die da steht. Das wieder der Vektor, wo dann nur die erste Komponente vorkommt. Aber das ist ja eine Zahl, genauso wie R Quadrat eine Zahl ist. Da schreiben Sie ja rein x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat, weil R Quadrat ja eine Zahl ist. Ein Skalarprodukt. Eine Zahl hat keine Komponenten. Das ist einfach eine Zahl. Die muss man, wie sie ist, herschreiben. Und dann wird mit einem Vektor multipliziert. Von dem nehmen wir die erste Komponente. Und dann haben wir da wieder eine Zahl, das ist die da, und das wird wieder mit einem Vektor multipliziert und von dem nehmen wir wieder die erste Komponente. Haben Sie das alle verstanden? Das ist nämlich wirklich nicht schwer. Man muss sich nur klar machen, was da eigentlich steht, dass das ein Skalar ist und das ein Skalar ist. Den kann man nicht noch in Komponenten auflösen. Und den multipliziert man mit einem Vektor und den auch. Und wenn man jetzt die erste Komponente von dem Ganzen nimmt, nimmt man da die erste und da die erste Komponente. Und da haben sie da das Omega 1 und da das X 1. Und damit ist das Ganze fertig. DM. Na, jetzt werden Sie sich denken, na da haben wir jetzt was. Das ist total unübersichtlich. Jetzt aber, man muss ja wissen, wohin man möchte bei einer Umformung. Die Idee ist ja, wir wollen einen Zusammenhang, um das geht es uns, zwischen L und Omega. Es wäre also schön, wenn wir da irgendwie die Omega herausholen könnten bei dem Ganzen. Und da werden wir schauen jetzt, ob wir dieses L1 jetzt nach Faktoren von Omega irgendwie darstellen können. Also Umstellung. Gar nicht Umformung. Wir formen gar nicht wirklich um. Wir lassen alles, wie es ist und stellen es nur um. Wir wollen die Terme alle herausnehmen, wo Omega 1 drinnen ist und die, wo Omega 2 drinnen ist und die, wo Omega 3 drinnen ist. Naja, also, dann nehmen wir einmal
L1 her und schauen jetzt drei noch an, welche Terme da drinnen, da sind ja etliche, da wird was summiert, welche Terme enthalten Omega 1? Na, da sieht man schon, das alles da hier enthält Omega 1. Also wir kriegen da hier ein Integral über V, x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat, das steht einmal da, mal Omega 1 und am Schluss dm. Nachdem das Omega, der Winkelgeschwindigkeitsvektor, aber im ganzen Raum für den Zeitpunkt überall der gleiche ist, ist das für die Integration über das Volumen des Körpers eine Konstante und kann aus dem Integral herausgeholt werden. Wir schreiben da ganz hinten mal Omega 1. Das ist eine Konstante, über die nicht raumabhängig ist und über die daher nicht speziell da integriert werden muss, sondern die kann man aus dem Integral als konstanten, nicht ortsabhängigen Faktor herausholen. Das ist Ihnen bewusst. Wenn was nicht ortsabhängig ist, kann man es aus dem Integral herausholen. Man kann es nicht wegschmeißen, aber man braucht es nicht im Integranten drinnen lassen, sondern holt es vor oder hinter das Integral. Also damit haben wir den Teil weg. Aber das ist noch nicht alles. Da gibt es da noch was. Schauen Sie, da steht minus x1, x1, Omega 1. Minus x1 Quadrat, sonst nichts. dm mal Omega 1. Da wollte jemand was. Oder? Ja? Die Frage ist, ob das Omega 1 zeitabhängig ist. Es kann zeitabhängig sein, wenn sich im Zuge einer komplizierteren Bewegung dieses starren Körpers der Winkelgeschwindigkeitsvektor, sprich die Drehachse im Raum, ändert. Aber wenn ich das Ganze zu einem Zeitpunkt betrachte, dann ist das Omega 1 dann konstant, aber räumlich unabhängig. Und deswegen, wir integrieren da nicht über die Zeit, sondern über den Raum. Und da können wir das Omega 1 rausholen. Zeitabhängig kann und wird es sehr wohl im Allgemeinen sein. Sind Sie noch bei mir oder haben Sie sich schon verabschiedet? Na, hoffentlich sind Sie noch da. Ja, wo? Wo ist es? Gut. Das kommt jetzt gleich. Ich bin noch nicht fertig. Das war jetzt einmal das Stück von dem L1, wo das Omega 1 drinnen ist. Mehr aber nicht. Wir sind da, sind sie überall drin und dann da ist es drin, aber da und da nicht. Aber bevor wir weiter tun, schauen wir erst einmal. Da steht x1 Quadrat minus x1 Quadrat. Es bleibt nur da x2 Quadrat plus x3 Quadrat drinnen stehen. Ja, das sieht man, glaube ich. Jetzt weiter. Plus. Wieder Integral über V. Jetzt suchen wir noch, was haben wir, wo noch Omega 2 drinnen ist. Gut beobachtet, dass wir das natürlich noch brauchen. Na, da vorne ist nichts. Da ist auch nichts, da haben wir was. Minus x2 x1 mal Omega 2. Minus x2 x1 dm mal Omega 2. Mehr ist nämlich gar nicht. Das ist ja schon mit Omega 3, da haben wir sonst nichts. Und jetzt, damit die Geschichte zu Ende kommt, plus Integral über V. Jetzt ist noch das, wo ist Omega 3 drinnen ist. Da vorhin ist ja nur Omega 1, Omega 1, Omega 2, da haben wir noch was. Also minus x3 x1 Omega 3. Minus x3 x1 dm. Mal Omega 3. Alle einverstanden? Alles übersichtlich? Kein Problem? Also, Totenstille des totalen Unverständnisses. Na. Okay. Also,
Drei Ls werden wir nicht ausrechnen, das ist zu langweilig. So viel Platz habe ich da jetzt nicht an der Tafel. Das L2 aber machen wir schon noch, damit Sie irgendwie das Entwicklungsgesetz sehen, sozusagen. Dann lassen wir es gut sein. Und das L3 ist dann analog, das erkennt man dann schon. Mit so intelligenten Anschauen, wenn da x1, x2, x2, x3, dann ist da x1, x3. Und so, das kann man sich dann schon überlegen, wie das geht. Nicht? Also, L2 ist gleich. Na, jetzt können wir schon ein bisschen schneller machen. Integral über V. Wieder. Der Ausgangspunkt ist natürlich da unten. Unsere Gleichung. Das ist ja unsere Basis, diese Vektorgleichung, die wir da jetzt einfach mühsam in Komponenten aufschreiben müssen. Integral über V. Also wieder das R-Quadrat. Das ist mir jetzt zu hoch. Das ist mir zu hoch. Da komme ich nicht hin. Fangen wir wieder da an. L2 ist gleich. Integral über V. R Quadrat mal Omega. Das ist, wissen wir schon, x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat. R Quadrat mal Omega Pfeil. Wollen wir aber die zweite Komponente von L, daher schreiben wir da jetzt auch mal Omega 2 her. Das ist Ihnen jetzt, glaube ich, schon klar. Jetzt läuft die Geschichte schon auf dem Gleis, genauso wie wir es gehabt haben. Minus dieses Skalarprodukt R mal Omega, minus dieses Skalarprodukt R mal Omega. x1 Omega 1 plus x2 Omega 2 plus x3 Omega 3, weil x1, x2, x3 sind die Komponenten von R und Omega 1, Omega 2, Omega 3 sind die Komponenten von Omega. Und daher ist es so einfach zu schreiben. x1 Omega 1 plus x2 Omega 2 plus x3 Omega 3. Das ist jetzt dieses R mal Omega. Multipliziert mit R Pfeil, aber wir wollen die zweite Komponente, daher kommt da mal x2 her. Weil das ist die zweite Komponente des Ortsvektors und der hat ja die Komponenten x1, x2, x3. Dem. Sehen Sie, da geht keine dritte Komponente her mehr, ich will nicht mehr. Zwei genügen, für Sie ist auch genug. Also, machen wir wieder eine Umstellung. In entsprechender Weise. Wieder so geordnet, dass also da jetzt das geordnet ist nach Omega 1, Omega 2 und Omega 3, weil wir ja den Zusammenhang haben wollen. Kommt also heraus, L2 ist gleich. Also, natürlich Integral über V. Lassen Sie sich nicht schrecken von der Integrale. Das sind einfach Summen über viele kleine Massenelemente. Ich weiß, ich habe mich seinerzeit immer geschreckt davor, weil man immer glaubt, da muss ich jetzt eine komplizierte Substitutionsmethode und Trick 77 und dies und jenes, damit man das irgendwie ausrechnet. Das ist hier gar nicht der Punkt. Mit dem Integral wird nur angedeutet, dass man den Körper in viele kleine Massenelemente zerlegt und auf alles aufsummiert. Ob es dann mathematische Methoden gibt, wie man das besonders geschickt machen kann, steht auf einem anderen Blatt. Ist nichts, was uns hier und jetzt interessieren braucht. Ja? Also Integral über V. Und was haben wir jetzt? Das brauchen wir wieder überall, wo Omega 1 drinnen ist. Na, schauen wir einmal. Naja, Omega 1 ist gar nicht so oft da. Da ist es nicht, da ist es nicht. Da haben wir es immer noch, da haben wir es jetzt. Dieses, da ist Omega 1. Aber das ist auch die einzige Stelle. Also das wird jetzt schnell. Da haben wir minus x1 mal x2 mal Omega 1. Nein, nein, Omega 1. Wir haben die Terme jetzt wieder zusammengefasst aus diesem Ausdruck L2,
wo Omega 1 drinnen steht. Da ist nicht, da ist nicht, da ist nicht, aber da ist es. Das Omega 1 holen wir raus, weil es ja konstant ist, räumlich. Minus x1, x2, dm mal Omega 1. Ist verständlich? Sie haben, irgendeiner hat jetzt gesagt Omega 3. Ist Ihnen klar, warum es Omega 1 ist? Das ist der Ausdruck für L2. Und wir suchen jetzt, welche Terme von dem Ausdruck enthalten Omega 1. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da auch nichts. Aber schauen Sie, da steht Omega 1. Diesen Term, das ist der einzige, wo das steht. Den holen wir uns jetzt extra heraus und schreiben ihn einmal auf. Und da kriegen Sie also Integral über V minus x1, x2 dm mal Omega 1. Das ist der erste Teil. Jetzt geht es aber weiter. Plus. Integral über V. Jetzt wollen wir Omega 2. Na, da ist mehr. Schauen Sie her, da haben Sie also die ganze Klammer mal Omega 2. Also haben wir da drinnen x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat mal Omega 2. Haben wir mal das. Ja, das. Ich sehe es gerade, ich war voreilig mit meiner Klammer. Also schauen wir weiter, das haben wir einmal weg. Und dann haben wir da wieder, das war schon, aber x2 mal Omega 2 minus x2 Quadrat mal Omega 2 und das ist es eigentlich. Dm, da hätte ich gar nicht die Klammer gebraucht. Übertrieben. Und das hätte ich gar nicht so weit wegrutschen müssen da. Plus. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Das ist eben gut, wenn Sie mitschauen. Plus. Integral über V. Und jetzt noch alles, wo Omega 3 drinnen ist. Nicht da vorne ist nichts. Da nichts, da nichts, nur da hinten. Da haben wir dann stehen minus x3, x2. Minus x3, x2, dm mal Omega 3. So, alle einverstanden? Alle verstanden? Kein Fehler? Alles bestens. Und jetzt schreibe ich her. Analog. Genügt uns. Aber jemand wollte noch was, oder? Was kann ich? Ja, 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 richtig. X2 Quadrat minus x2 Quadrat reduziert sich hier zu 0. Sie sehen also, beim L1 ist bei dem ersten Teil so ein x2 Quadrat plus x3 Quadrat. Beim L2 haben wir da ein x1 Quadrat plus x3 Quadrat. Sie schnuppern schon, dass beim L3 jetzt dann x1 Quadrat plus x2 Quadrat stehen wird. Und dann, wie das dann mit diesen anderen da geht, das kann man sich auch leicht überlegen. Aber das, was Sie jetzt einmal sehen sollten, da braucht man halt einen Blick, dass man das sieht, ist jetzt, dass man schon einen gewissen klaren Zusammenhang hat zwischen den Komponenten L1, L2 und L3. L1, L2 und L3 geht genauso. Und Omega 1, Omega 2, Omega 3 ebenso. Da sind dann immer dazwischen solche Integrale als Faktoren. Und da sieht man jetzt schon, wenn man sich das also so aufschreibt, mit diesen Faktoren, also zum Beispiel der Faktor mal Omega 1 plus der Faktor mal Omega 2 plus der Faktor mal Omega 3.
Und diese Faktoren kriegt man alle recht einfach durch Integration über die konkrete Form des Körpers, wobei auch dessen Dichte eingehen kann, wenn man statt dm dann rho dv schreibt. Die Dichte kann ja auch noch ortsabhängig sein, es braucht durchaus kein homogen verteilter, starrer Körper. Wir kennen alles, das ist total allgemein. Also je nach Körper, Dichte und Form kriegen Sie diese Integrale heraus. Dasselbe auch hier. Der Faktor mit dem Omega 1, der Faktor mit dem Omega 2 und der Faktor mit dem Omega 3. Und beim dritten geht es genauso. Wenn man das einmal gesehen hat, dann liegt es nahe, wenn man schon ein bisschen was von Algebra gehört hat. Und da sehen Sie wieder einmal, wie wichtig die Mathematik für die Physik ist. Unterschätzen Sie mir die Mathematik nicht, obwohl sie Ihnen oft auf die Nerven gehen wird, vielleicht gerade in der ersten Zeit. Und das hat wahrscheinlich verschiedene Ursachen, aber jedenfalls, wie auch immer, die Mathematik ist eigentlich für die Physik die entscheidende Sprache, in der wir sie ausdrücken. Und da können Sie jetzt zum Beispiel sehen, das schaut zunächst so unübersichtlich aus. Aber wir können jetzt die Matrizenschreibweise anwenden. Haben Sie in der Algebra schon was von einer Matrix gehört? Ja. Nein, na was jetzt, ja oder nein? Jetzt höre ich das. Ich habe so und so gehört. Also egal, es ist eine Matrix und zwar vor allem hier in der Physik sind besonders wichtig die quadratischen Matrizen, ist eine quadratische Anordnung von Zahlen. Tak, 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 tak. Das ist eine Matrix. Und wenn wir im dreidimensionalen Raum unserer Anschauung operieren, und das tun wir ja da, wir können uns ja letzten Endes was vorstellen bei so einem rotierenden, starren Körper, dann wird das eine 3x3-Matrix sein, um die es da geht. Und in Matrizenschreibweise können wir jetzt dieses ganze Zeug, was wir da oben so mühsam aufgeschrieben haben, in einer sehr kurzen, klaren und prägnanten Form schreiben. L1, L2, L3, das sind die drei Komponenten des Drehimpulsvektors. Und wir wollen ja wissen, wie hängt er mit der Winkelgeschwindigkeit zusammen. Ist jetzt gleich I11, I12, I13, I21, I22, I23, I31, I32, I33. Zeile zuerst, Spalte später. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Zeile zuerst, Spalte später. So schreibt man es immer auf. Das hat ein alter Mathematikprofessor, der ist leider schon lang tot, ist in seiner Algebra-Vorlesung immer gesagt. Und solche witzigen Sprüche, das merkt man so irgendwie. Bis heute, das hat mir kein Mensch mehr gesagt, aber irgendwie, naja, egal. Omega 1, Omega 2, Omega 3. Und jetzt schauen Sie einmal an, was uns das jetzt bringt. Dazu muss man wissen, wie man eine Matrix mit einem Vektor multipliziert. Das ist ein Vektor mit drei Komponenten, das ist ein Vektor mit drei Komponenten, das ist eine Matrix mal drei, mit drei mal drei Matrix-Elementen, wie man das nennt, das werden Sie wissen. Und wie macht man das? Das legt man einfach fest, meine Damen und Herren. Schauen Sie zu und Sie wissen es. Schauen ist verstehen. L1, erste Zeile mal die Spalte. L2, zweite Zeile mal die Spalte. L3, dritte Zeile mal die Spalte. Lassen Sie mich einmal vorsagen, mehr tue ich gar nicht.
L1 ist gleich I1 1 Omega 1 plus I1 2 Omega 2 plus I1 3 Omega 3. Ist das schwer? Nein. L2 ist I2 1 Omega 1 plus I2 2 Omega 2 plus I2 3 mal Omega 3. Und jetzt können Sie es wahrscheinlich schon nachbeten. L3 brauchen wir jetzt nicht im Chor mitreden. I3 1 Omega 1 plus I3 2 mal Omega 2 plus I3 3 Omega 3. So einfach. Mehr ist das nicht. Und mehr brauchen wir auch gar nicht. Das ist es, worum es geht. Und das ganze Zeug da oben ist genau sowas. Schauen Sie mal. L1 ist das erste mal Omega 1 plus das zweite mal Omega 2 plus das dritte mal Omega 3. Und da haben Sie L2, ist wieder das mal Omega 1 plus das mal. Das heißt, das, was ich da eingerandelt habe, das sind da die Matrixelemente. Wir haben das schon. Und mit den dritten geht es genauso, nur da haben wir nicht mehr genug Platz und die Geduld ist uns auch gerissen. Das geht in gleicher Weise dann auch für die dritte Komponente. Aber die Physiker wären nicht so darauf aus, ihre Dinge möglichst effizient und knapp darzustellen. Man könnte auch sagen, sie sind faul, viel zu schreiben, aber die Effizienz ist schon wichtig. Wenn man das nicht noch kürzer schreiben könnte. Und dieses noch kürzer Schreiben ist in der Tensorschreibweise. Ich sage jetzt bewusst Tensorschreibweise, weil es ist nicht möglich, hier in der Vorlesung, zu wenig Zeit, jetzt auch wirklich zu erklären, was ein Tensor ist und warum das so heißt und so. Ich erlaube mir zu sagen, dass wir gerade in der Vektor- und Tensorrechnung drauf und dran sind, das jetzt zu erläutern. Aber auch wenn Sie dort nicht sind, Sie verstehen das alles. Nur vielleicht nicht alle Hintergründe. Also in der Tensorschreibweise kann ich jetzt schreiben, die ite Komponente, ob es jetzt die erste, die zweite oder die dritte ist, des Drehimpulsvektors, kann geschrieben werden als Summe über j, i j mal Omega j. Schauen Sie nach, ob es wahr ist. Wir summieren über j. I ist hier der zu wählende, frei zu wählende Index. Schauen Sie mit und Sie werden es verstehen. Lassen Sie sich jetzt nicht abschrecken durch die komischen Indizes, weil das ist leider oft der Fall, dass viele Leute, wenn einmal wo zwei Indizes stehen, zumachen. Lassen Sie offen. Also, wir wählen I gleich 1. Dann steht da auch 1. Das entspricht L1. L1 ist gleich, wir summieren über j. I1 1 Omega 1 plus I1 2 Omega 2 plus I1 3 Omega 3. Genau das haben wir da. I1 1 Omega 1 plus I1 2 Omega 2 plus I1 3 Omega 3. Sie wählen I gleich 2. L2 ist gleich, Summe wieder über j. I2 1 Omega 1 plus I2 2 Omega 2 plus I2 3 Omega 3. Das ist genau das, was ich 2 1 Omega 1 plus I2 2 Omega 2 plus I2 3 Omega 3. Und für I gleich 3 geht es genauso. Sehen Sie das? Und das noch nicht genug. Nachdem bei so Indexschreibweisen und Gleichungen allerweil wieder da so Summen vorkommen, schreibt man es gar nicht hin. Und weiß einfach nur, wenn in einem Produkt von zwei so indizierten Größen zwei Indizes gleich sind, dann wird über die Indizes von 1 bis zur Dimensionszahl summiert. Na, ist das nicht elegant? Also das heißt, das Ganze da oben und noch eine dritte Spalte, die ich gar nicht hingeschrieben habe, lässt sich ausdrücken durch diese eine Gleichung. Li ist gleich Iij Omega j. Haben Sie mich verstanden? Oder haben Sie Schwierigkeiten damit?
Ich möchte Sie jetzt nicht verwirren mit dem. Ich habe schon manche Kollegen gehört, die gesagt haben, was, im ersten Semester machst du Tensorschreibweise? Geht, das verstehen die doch nicht. Und deswegen frage ich Sie jetzt, so wie ich immer jedes Jahr frage, haben Sie das verstanden, was da steht? Oder sehen Sie ein Problem dabei? Und wenn ja, dann sagen Sie mir es. Nicht jetzt unnötig sich zurückhalten. Ist das nicht mathematisch unkorrekt, das Sonnenzeichen noch wegzulassen? Na, warum unkorrekt? Es kommt darauf an, dass man weiß, was man tut. Wenn ich weiß, dass immer dann, wenn in einem Produkt die zwei Indizes gleich bezeichnet sind, dass man dann über sie summiert, dann heißt das de facto, dass man dann immer dieses Summenzeichen sich wieder dazu denkt. Das ist nur eine Schreibweise. Ich lasse es nicht wirklich weg, sondern, also ich meine, ja, ich lasse es schon weg, aber es bleibt nach wie vor wirksam, indem ich einfach sage, in meiner Kurzschreibweise, da sind zwei je hoppla, über die je wird summiert. Und damit kriegen Sie das wieder so. Das heißt, wenn wir dort zwei J haben, dann ist es automatisch. Wenn in einem Produkt zwei gleiche Indizes vorkommen, dann wird über diesen Index von 1 bis zur Dimensionszahl summiert. Das ist die Summationskonvention, die angeblich auf Einstein zurückgeht. Weil der hat sich erstmals so wirklich intensiv mit Tensoren beschäftigt und da kommt ja ununterbrochen so eine Summe vor. Und in der 10. Zeile ist einem das dann zuwider. Und dann lässt man die Summen einfach weg und merkt sich einfach immer, wann die Indizes gleich sind, wird darüber summiert. Nur eine Konvention, die Summationskonvention. Mehr nicht. Und die kommt jetzt auch nicht mehr häufig vor, wenn Sie das jetzt nicht machen, schaut Ihnen auch nichts. Aber in weiterer Folge werden Sie sich daran zurückerinnern, Jesus, das hat uns ja schon der Wagner erzählt, das kommt jetzt wieder vor. Ne? Natürlich kann man das auch anders formulieren. Man kann es so stehen lassen als eine Matrizenschreibweise. Dann könnte man auch schreiben in der Matrix Schreibweise L Pfeil ist gleich I mal Omega Pfeil. Aber damit man jetzt sicher ist, dass das jetzt nicht einfach eine Zahl ist, mache ich da halt so eine Schlange drüber und deute an, dieses I Schlange, tschack, das ist die ganze Matrix. Ich kann ja diesen ganzen 3x3-Koloss da oben mit einer Zahl, mit einem Symbol symbolisieren und das ist halt dieses I-Schlange. Und diese 3x3-Matrix, das ist der Trägheitstensor. Und da drinnen stehen Trägheitsmomente und Richtmomente. Sie sehen auch was anderes Wichtiges jetzt. Erinnern Sie sich, ich habe Ihnen gesagt, bei der Translationsbewegung, P ist gleich MV. Jetzt haben wir L ist I Omega. Ganz analog. Nur das I ist jetzt keine Zahl, weil nämlich L und Omega nicht immer parallel zueinander sind, sondern das I ist eine Matrix, nämlich der Trägheitstensor. Das macht die Geschichte unterschiedlich. Aber im Prinzip haben wir einen ähnlichen analogen Zusammenhang gewonnen. Da habe ich irgendwo hingeschrieben. Wir wollen den Zusammenhang von L und Omega. Da haben wir ihn jetzt. Und jetzt möchte ich aber schon noch, dass das heute zu Ende kommt. Ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, die Zeit ist schon um. Aber das muss ich jetzt noch hinschreiben. Leider Gottes habe ich mir ein bisschen verplaudert. Also, IIJ ist der Trägheitstensor. Dann, was wollen wir noch wissen? Die I11, I22 und I33, das nennen wir die Trägheitsmomente. Wird dann noch klarer werden, was das bedeutet. Das sind da die Diagonalelemente, die Elemente in der sogenannten Hauptdiagonale dieser Matrix. Und dann gibt es die Nicht-Diagonalelemente, I1, 2
I1, 3 und I2, 3. Das sind die sogenannten Richtmomente oder Trägheitsprodukte. Und jetzt werden Sie also denken, was ist mit I2,1, I3,1 und I3,2? Wenn Sie sich das anschauen, werden Sie gleich sehen, dieser Trägheitstensor ist symmetrisch. Und wenn wir jetzt, und das geht jetzt wieder 2 Minuten über das Ende hinaus, es ist schon wirklich ein Jammer, dass ich immer überziehen muss. Wenn wir jetzt diese Beziehung mit dem da oben vergleichen, kriegen wir sofort alles heraus. Vergleich ergibt, dass I1,1, das ist, wo steht L1,1, L1 ist I1,1, das ist das erste Integral da links oben. Das ist gleich Integral über V, x2² plus x3² dm. Das war's schon, mehr nicht. Dann machen wir mal alle Trägheitsmomente, die Hauptdiagonalelemente. I2,2, da haben wir ja das I2,2, das ist so, L2 ist gleich I2,1 plus I2,2. L2 ist I2,2. L2 ist I2,2. Das ist da der mittlere von den drei Summanden. Integral über Vx1² plus x3². dm. Na und jetzt, das sehen Sie ja schon, nicht? Durch intelligenten Vergleich der beiden sehen Sie das Integral, das I1,1 ist 2,3. I2 ist 1,3, was wird das I3,3 sein? 1,2, sehen Sie, also Gott sei Dank haben wir es gar nicht ausrechnen müssen. Plus x2² dm, das steht jetzt in dem L3 drinnen stehen. Ja? Damit haben wir einmal das. Und insbesondere, das möchte ich gleich einrandeln, für das Weitere werden wir insbesondere diese Beziehung brauchen. Warum? Das werden Sie sehen. Aber jetzt muss ich Sie noch ärgern, weil wir immer noch nicht fertig sind. Ich will Ihnen ja auch noch die Trägheitsprodukte aufschreiben. Das kann ich dann morgen nicht, wenn das alles nicht mehr da steht. Das muss jetzt sein. Also haben wir I1,2. Da haben wir L1. Ist I1,1 Omega 1 plus I1,2 Omega 2. L1 ist I1,2 Omega 2, das ist das zweite Integral da oben. Das ist Minusintegral über Vx2, x1 oder x1, x2. Fertig, mehr ist das gar nicht. I1,2 ist Minusintegral x1, x2 dm. I1,3, da haben wir L1 ist I1,3 Omega 3. I1,3 Omega 3 ist das letzte da. Minus Integral x1, x3. Minus Integral x1, x3 dm. Und jetzt haben wir dann I2,3. Na, das haben wir da. Da haben wir L2 ist I2,3 Omega 3. I2,3 Omega 3, das ist es da. Minus Integral x2, x3. Minus Integral x2, x3 dm. Und eine letzte Bemerkung. Die anderen da unten, I2,1, I3,2, I3,1, die haben wir faktisch schon. Denn wenn es die zwei umdrehen, ändert sich ja nichts. Und damit ist das auch gleich I2,1, das ist gleich I3,1 und das ist gleich I3,2.
Und damit zeigt sich, dass der Trägheitstensor, ich habe jetzt gar nicht Trägheitstensor hergeschrieben. Wo steht er? Da oben, Gott sei Dank. Trägheitstensor symmetrisch. I1, 2 gleiche 2, 1, I1, 3 gleiche 3, 1 und es ist Y3 gleiche 3, 2 ist. Das heißt, Sie brauchen gar nicht alle 9. Es genügen wie viel? 6. Nur die 6, die da stehen. Wir haben alles. Und Sie wissen, was der Trägheitstensor ist und wir sind wieder 5 Minuten zu spät dran. Dankeschön und nächste Woche sehen wir uns wieder. Oh.